Der Jubiläumszug ist eingefahren. 100 Jahre Berliner S-Bahn wird heute gefeiert. Wir werden mitfahren und darüber berichten. Viel Spaß beim Anschauen. Sind Sie stolz, dass Sie heute mal einen alten Zug fahren dürfen? Also ich sage mal so, wir haben mittlerweile mehr als 10 Jahre mit wirklich körperlicher Schwerstarbeit, muss man sagen, daran gearbeitet, dieses Schmuckstück wieder so weit zu kriegen, dass wir heute diesen Tag gebührlich feiern können, mit Fahrten, mit Fahrgästen unterwegs sein zu können. Weil es war lange Zeit nicht klar, ob das überhaupt jemals wieder stattfinden kann. Bitte einsteigen, die Wagen 1. Am 8. August 1924 ist die erste Gleichstrom-S-Bahn zwischen dem damaligen Stettiner Bahnhof und Bernau gefahren. 100 Jahre später erinnert der Jubiläumszug. Ausfahrt im heutigen Nordbahnhof. Gebildet ist der Zug aus den Vierteln der Bauart 3840 und einem Stadtbahner von 1928. Lauschen wir den Klängen. Wie ist das Gefühl? Ein extrem befreiendes. Wir haben tatsächlich Tag und Nacht gebaut, geschraubt, gebankt, geschrieben, erklärt, gehofft, um Geld gerungen, um Lösung gerungen. Und jetzt stehen wir einfach hier in diesem Zug und wir machen das, was der Zug schon länger macht, als wir leben. Und am Ende ist es der Lohn dafür, dass wir offenbar viel richtig gemacht haben. Sind Sie stolz, dass es heute so stattfindet, wie geträumt? Ich bin absolut stolz und erleichtert, dass wir an dem Punkt angekommen sind. Es gab tatsächlich in den letzten Jahren genug Momente, wo wir immer daran gezweifelt haben, ob wir auf dem richtigen Weg sind und ob das technisch überhaupt geht. Aber wir haben uns immer wieder von Problem zu Problem gehangelt, weil wir immer Lösungen gefunden haben und immer Partner gefunden haben, die pragmatisch mit uns dabei waren. Nämlich nicht darüber zu reden, ob man das überhaupt machen kann, sondern wie man zum Ergebnis kommt. Und heute bei dieser Fahrt merkt man einfach, wir haben alles richtig gemacht. Wie ist es dann nun, nach so langer Zeit mal wieder mit einer alten S-Bahn zu fahren? Es ist richtig schön, also man genießt den Zaun und ich kenne das ja nur als ganz, ganz kleines Kind, also war ich glaube ich 6 oder so, wo es dann schon zum Ende ging und es ist richtig schön mal wieder mitzufahren. Wie ist es bei Ihnen? Im Prinzip ähnlich, nur dass ich die noch ein bisschen länger kennengelernt habe, weil ich ein bisschen älter bin, aber es ist halt aus meinem Gedächtnis so weit raus, dass es jetzt schon was Besonderes ist. Wie ist das Gefühl, in so einem alten Gefährt zu fahren? Schon toll, ja, also wenn man sich ein bisschen für Geschichte begeistern kann, ist es schon echt einmalig. Liebe es. Fenster auf zum Beispiel. Ne? Die Klimaanlage funktioniert hier drin. Fantastisch. Wie ist es denn nun, in so einer alten S-Bahn zu fahren, so wie sie früher in Berlin gefahren ist? Schön, weil die so neu ist. Also für mich so ein neues Gefühl, damit zu fahren. Weil ich es ja nicht kenne. Also. Und gefällt dir denn die Geräuschkulisse? Das klingt ja nun ganz anders als die moderne S-Bahn. Ja, es ist nochmal was anderes. Also ich finde es sehr entspannend irgendwie. Der Zug ist bis auf den letzten Platz besetzt. Aber blicken wir in die Geschichte. So sahen die ersten Fahrzeuge aus, bezeichnet als Bauart Bernau.
Und so sah der damalige Stettiner Bahnhof aus. Die erste Gleichstrom-S-Bahn hatte ihren Endpunkt im Vorortbahnhof, auch Kleiner Stettiner genannt. Erhalten ist von der Bauart Bernau nur dieser Wagenkasten, dessen Kopfstück heute im Berliner Technikmuseum steht. Mit der Inbetriebnahme der Strecke nach Oranienburg folgt 1926 die Bauart Oranienburg. Ein Triebwagen konnte als Gepäckzug überleben. Er steht bei der historischen S-Bahn in Erkner. 1928 beginnt die große Elektrisierung. Dafür entsteht die Bauart Stadtbahn. Diesmal die S-Bahn. Rastlos, schnell die Stadt wie mit treibenden Adern durchziehend, brachte sie ihrerseits in ihren emsigsten Zeiten bis zu 700 Millionen Menschen jährlich von Bezirk zu Bezirk, von der Wohnung zur Arbeit, von der Arbeit ins Freie. Aufwendig in die Ursprungsform versetzt ist dieser Stadtbahner. Leider zurzeit nicht betriebsfähig. In den 30er Jahren kommen neue Züge dazu, wie die Bauarten Wannseebahn und Olympia. Die Bauart 3840 ist die letzte vor dem Krieg. Nach schweren Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg bekommt die S-Bahn am 13. August 1961 einen weiteren Schlag. Der Mauerbau trennt die Stadt und die S-Bahn in Ost und West. Westberliner Züge fahren ohne Halt unter Ostberliner Gebiet. Der Bahnhof Friedrichstraße wird zum Grenzbahnhof. Die Ostberliner Züge haben hinter einer Stahlwand ihre Station. In Ostberlin ist die S-Bahn das Verkehrsmittel. Viele der Bauarten werden modernisiert. ...1984 übernimmt die BVG in Westberlin das Netz von der Reichsbahn. Die erste neue ist die Baureihe 480. Im Osten entsteht die Baureihe 270, die spätere 485. Das Rot führt zum Spitznamen Cola-Dose. Nach der Wende geht es Schlag auf Schlag. Zuerst wird am 2. Juli 1990 die Stadtbahn wieder verbunden. Gefolgt von den Tunnelbahnhöfen der Nord-Süd-Bahn und den Wiederverbindungen ins Umland. Auch der Südring wird wiederbelebt. Mitte der 90er Jahre dann wird die erste Gesamtberliner Baureihe vorgestellt. Ende 1997 wird der Stadtbahner aufs Altenteil geschickt. Im Jahr 2000 folgt der Nietenrico. 2003 dann der letzte Altbauzug. Ende 2023 ist auch für die Baureihe 485 Schluss. Am 1. Januar 2021 nehmen die neuen den Betrieb auf.
Vielleicht haben Sie die Frage schon mal gehört. Wann kommen denn die nächsten Züge? Wir wollen diesen Zug natürlich verlängern. Wir haben das jetzt beim Weihnachtszug im vergangenen Jahr gemerkt. Wir merken, dass hier die Tickets sind so schnell weg. Wir brauchen dringend neue Fahrzeuge. Aber, und das muss man auch wissen, so eine Hauptuntersuchung für einen weiteren Viertelzug ist eine sehr aufwendige Sache und auch eine sehr teure Sache. Unser Plan ist momentan, dass wir ab 2026 mit einem Dreiviertelzug und dann danach auch mit einem Vollzug wieder fahren werden. Nicht machen. Noch ein Kleben. Auslösen. Bremsen. Genau vor 100 Jahren ist der erste Zug vom Stettiner Bahnhof bis nach Bernau gefahren. Heute wird das Ereignis mit diesem alten Zug gewürdigt. Viel Spaß beim weiteren Anschauen. Ist laut? Auch ein Zug der Baureihe 481 erinnert an das 100-jährige Bestehen. Er ist mit allen Farben, die es in der Geschichte gegeben hat, beklebt. Seit 1992 wird der Hauptstadtlack durch die Traditionsfarben abgelöst. Das Rot erinnert an die Cola-Dose. Der Jubiläumszug steht zur Abfahrt bereit. Richtung Berlin ist jetzt der Stadtbahner vorne. Bis zum 11. August ist der alte Zug auf vielen Strecken unterwegs. Leider sind alle Fahrten ausverkauft. Ausgestattet mit dem neuen Sicherungssystem wird er auch zukünftig fahren. Weiterhin im Einsatz sein wird der 481, der an alle Farben erinnert.